Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ach, ich freue mich. Irgendwie habe ich Bock weiterzuspielen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber irgendwie gestern Abend war meine letzte Aufnahme und jetzt haben wir wieder 0 Uhr 36 und ich kann nicht pennen und dachte mir so, komm, spielst du doch einfach weiter Minecraft und guckst den schönen Tierchen hier beim Schwimmen zu. Ich hatte versucht, einen anderen Music-Mod zu installieren, mit dem ich quasi einstellen kann, welche Songs laufen, bliblablub. Den gibt es allerdings nicht für die 1.19.3, sondern nur für die 1.19.2. Und ja, wenn ich den reinlade, crasht mir das Spiel. Das heißt, ich habe den Infinite Music-Mod weiterhin drin. Ja, der spielt halt die Musik einfach random. Mal gucken. Das gibt angeblich die Möglichkeit, dass eine Config-File erstellt wird in den Minecraft-Dateien und da kann ich dann ein bisschen was verändern. Diese Datei habe ich aber nicht gefunden. Vielleicht bin ich aber einfach zu blöd. Es ist auch eigentlich nicht so schlimm. Ich habe jetzt trotzdem nochmal dieses Music-Pack von Specs Pure BDCraft mit reingenommen. Und mal gucken, vielleicht spielt er ja auch davon Songs und wenn nicht, dann baller ich das wieder raus, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte. Aber ich habe heute einiges vor. Und zwar. Ach, verdammt. Das Problem ist erstmal, will ich dieses coole Bett hier haben. Ja, das ist nämlich viel cooler als meins. Yeah. Dann will ich das eigentlich auch oben haben. Und wir brauchen Cobblestone. Okay, passt auf. Ich habe coole Sachen vor, aber wir müssen eigentlich erst noch das Haus zu Ende bauen. Wir müssen eigentlich erst noch das Haus zu Ende bauen. Ich habe eigentlich keine Wahl. So lange stelle ich die Betten einfach mal hier hin. Und guck mal, die Connect. Ist ja süß. Ja, das ist schon irgendwie cool, das Bett. Naja, auf jeden Fall brauchen wir Cobblestone, ne? Ja. Das heißt, ich gehe jetzt kurz Cobblestone farmen. Hinten bei unserem Krater. Dafür lasse ich den ganzen Kram mal hier, den wir eh nicht brauchen. Den Rest baller hier noch mit rein. So. Das brauchen wir eigentlich auch nicht, aber wir haben keinen Platz mehr. Die will ich nicht mitnehmen, weil sonst verliere ich sie am Ende noch und die ist mir heilig. Nehme ich lieber diese zwei unnötigen Knochen hier mit. Ja, eigentlich brauche ich mehr Kisten, ne? Eigentlich kann ich mal noch eine Kiste machen, eine doppelte. Moment mal, war das richtig? Nee, ich bin einfach komplett dumm. Ah, toll, ist dann wohl doch nur eine geworden. Naja, reicht ja auch erstmal. So, ich würde aber gerne noch eine weitere Spitzhacke mitnehmen. Eventuell auch noch eine. Und das Fleisch ist mir eigentlich zu wenig, um ehrlich zu sein. Ich nehme mal hier die 38 Kartoffeln mit. Ja, und mehr brauchen wir eigentlich, glaube ich, erstmal nicht. Von denen können wir uns gleich mal welche reinpfeifen. Und dann gehen wir hinten zu unserer Cobblestone Farm. Ja, na gut, eine richtige Farm ist das eigentlich nicht. Was ich mal kurz probieren wollte, ist bei den Shadern. Na, ihr kennt mich. Shader-Pakete. Hab ich den Sildur's Vibrant Shader? Ich will nur mal kurz gucken. Ich hatte eben ein Video gesehen bei YouTube. Und da fand ich den irgendwie echt schön. Warum höre ich hier einen Zombie? Ach so, die sind unter mir. Ich erinnere mich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen. So schön finde ich den jetzt aber nicht. Da packen wir uns mal lieber schnell wieder unseren Zeus Renewed rein. Ich bleib bei dem. Auch wenn wir leider mit dem diesen einen kleinen Grafikbug haben, ist es für mich hier diesen. Vielleicht hat sich ja inzwischen einer gefunden, der mir erklären kann, wie ich das fixen kann. Denn ich habe schon andere Leute mit dem Shader spielen sehen. Mit Iris, die dieses Problem nicht haben. Deswegen, ja, keine Ahnung. So, unsere Cobblestone-Farm kann ich eigentlich mal auf der Map gucken. M für Map. Vielleicht ging das deswegen mit dem Music Player Mod nicht. Weil der auch auf M funktioniert. Vielleicht ist es auch deswegen gecrashed. Guck mal, ich kann so. Huch, das wollte ich gar nicht. Nein, ich wollte das gar nicht. Ich kann sogar sehen, wo ich langgelaufen bin. Aber das verschwindet. Interessant. Wir müssen mal gucken. Hier hatte ich, glaube ich, die Cobblestone Farm, ne? Ja, hier. Das ist sie, glaube ich. Genau, da kann man sehen, das hier in der Mitte. Okay, ich wünschte, ich könnte mir hier sowas markieren. Warte mal, was kann ich denn hier machen? Export the map as PNG.
Click and drag to scroll the map. Scrolls mouse wheel zoom. Ja, right click map element waypoint for options. Waypoint? Ja, das wollte ich doch mal probieren. Choose an option. Was bedeutet das denn? Open settings. Geländeabgänge, Default 3D. Ja. Okay, cool. Also Waypoints setzen ist eigentlich schon nice. Aber wie mache ich das? So. Nee, oder? Kein Waypoint gesetzt. Naja, ist auch egal. Geht bestimmt irgendwie, werdet ihr mir bestimmt jetzt in den Kommentaren erklären, die ich dann in 5 Jahren in der nächsten Aufnahme irgendwann sehe, weil ich immer 1000 Folgen im Voraus produziere. Weil ich einfach gerade Bock habe, an dem Spiel immer zu zocken. Beziehungsweise das Spiel immer zu zocken, nicht an dem Spiel zu zocken. Das klingt ein bisschen falsch. Und deswegen, lese ich natürlich Kommentare, aber habe dann meistens schon 3 Stunden im Voraus aufgenommen. Und das dauert dann ein bisschen, bis ich eure Kommentare in die Tat umsetze. Aber ich bin natürlich trotzdem immer dankbar, wenn ihr mir welche schreibt. So, hier haben wir sogar... Alter, hier ist einfach ein Smaragd. Ich kann ihn jetzt nicht abbauen, weil ich meine Eisenspitzhacke nicht dabei habe. So, was wir jetzt mal eben machen, ist einmal runtergehen. Zack, 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 zack. Sollten wir hier Eisen finden, können wir natürlich weitermachen. Wir müssen jetzt quasi hier in die Richtung bauen. Das bedeutet, wir gehen in die Physics-Einstellung, machen Collapse an. Ja, und fangen an, Steine zu farmen. Ja, man kann sich auch eine Cobblestone-Farm machen, aber wir machen das hier richtig schön ehrenlos, indem wir einfach alles niederreißen und uns so unseren Cobblestone holen. Und was ich mich jetzt gerade frage, wenn ich das jetzt unter dem Smaragd mache, droppt mir der Smaragd dann? Das probiere ich nachher gleich einfach mal, spaßeshalber. So, das Ding ist, das wird halt echt eklig, ne? Wir werden hier so einen Krater schaffen. Was ich eventuell jetzt noch machen würde, wäre tatsächlich auch wieder noch tiefer gehen. Guck ich mal, mach ich mal hier. Es wäre einfach echt noch tiefer gehen, wobei ich kann eigentlich immer so machen, ne? Dass wir einfach noch effektiver die Steine farmen können und eventuell halt auch mal was Besseres als nur Bronze finden. Ach, ist das schön, dass das ist. Ich wollte schon das Inventar öffnen, aber das geht jetzt alles von alleine. Okay, hier kommt auf jeden Fall eine Höhle. Aber ich würde sagen, oh, ja, hier spielt der Shader jetzt ein bisschen verrückt. Diese Höhle legen wir einfach mal frei. Und sehen mal weiter, ha? Ich habe halt keine Rüstung, das ist ein Problem. Oh, es regnet einfach so viel. Oh, es ist einfach nur so schön. Und Kohle und Erfahrung. Ich hätte halt gern mal Eisen. Ich wünschte, es würde mal Eisen droppen oder so. Aber leider scheint ich da einfach irgendwie verflucht zu sein. Ich weiß auch nicht. Boah, es ist halt so eine geile Methode zum Farmen, ne? Wir kriegen halt easy das ganze Inventar voll. Aber nicht mal ein Eisen irgendwie. Das ist doch so bitter. Aber eine Höhle ist hier auf jeden Fall in der Nähe. So, ich muss mal was essen. Und Bronze fahren wir so auch immer. Ja, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen. Die Frage ist, in welche Richtung. Ich würde sogar sagen, in die zurück. Damit wir wieder zu unserem Anfang hinkommen und der Krater hier nicht direkt zu krass ausartet. Trotzdem würde mich die Höhle auch interessieren. Oh mein Gott. Alter, ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. Ihr blöden Silberfische. Ich habe komplett vergessen, dass es die gibt, ne? Ehrenlose Viecher hier. Sind doch Silberfische. Ich glaube ja. Boah, habe ich mich erschreckt. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch mehr von denen. Ja, okay, hier gibt es auf jeden Fall noch mehr von denen. Das heißt aber doch, hier ist die Base in der Nähe, ne? Also wenn man Silberfische findet, so war das doch früher, dann ist in der Nähe auf jeden Fall... Wo denn? Die Ender-Festung, oder? Mit dem Endportal.
Ich höre hier auch viele Sachen. Ein bisschen Schiss habe ich. Das sind alles Silberfische, die ich hier höre, ne? Ich glaube, ich versuche mal... Oh, oh mein Gott. Na, Jungs. Oh mein Gott. Ich bin am Arsch, ne? Nein. Nein. Leave me all alone. Nein! Alter, tot durch Silberfische. Oh Gott. Ich habe ein Problem. Ich habe echt ein Problem. Vor allem hier kamen die her, ne? Ja, ich muss den Kram jetzt erstmal leider hier lassen, weil es wird auch noch dunkel. Und ich habe kein Bett dabei. Auch wenn in meinem Inventar natürlich noch Platz wäre. Aber ich habe nichts, um mir ein Bett zu bauen. Nee, das sollte man eventuell mal in Betracht ziehen, hier zu machen. Weil unser Krater wird so groß, ne? Das darf man niemandem erzählen. Gott, hier ist ein Schaf. Aber gibt's hier mehr als nur dich? Oh Gott. Ja, hier gibt's mehr. Ey, komm, wir brauchen nur noch ein Schaf. Komm schon. Ja. Sehr gut. Dann kann ich mir nämlich hier unten ein Bett bauen. Warte mal, dafür nehmen wir mal lieber noch ein bisschen Holz mit. Nicht, dass es daran gleich scheitert. Ist halt echt dunkel. So, ich habe ja meine Spitzhacke, sag ich schon. Ich bin komplett durch. Ich habe ja mein kleines Lager hier unten. Ja, den Fallschaden nehme ich jetzt in Kauf. Dafür kann ich hier kurz, huch, den hier machen. Zack. Und dann, warum habe ich nur zwei? Das ist jetzt nicht wahr. Ich habe eins da liegen lassen, oder was? Och nee. Da töte ich extra das Schaf. Sag mal, ich habe aber doch... Ne, ich habe auf einfach. Gut, ich dachte gerade, warum sind hier nirgends Monster? Hä? Ich habe drei Schafe getötet. Warum habe ich nur zwei Wolle? Das war doch hier. Oh Gott, Spinne. Ah, es ist jetzt alles nicht so geil, muss ich sagen. Ich habe doch drei Schafe getötet. Bin ich dumm? Geht doch. Problem ist, die Spinne verfolgt mich jetzt. Ja, Fallschaden. Belastend, aber nehme ich in Kauf. Ich hoffe, die Spinne kommt uns nicht hinterher. So, viel Platz haben wir in unserem Inventar zwar nicht mehr. Aber ich penne jetzt einfach mal hier und versuche noch die Silberfische zu töten, um mal zu gucken, wo die da genau herkamen. Nicht, dass wir da unten... Ach, sind die alle despawned? Nein! Oh mein Gott. Das, da war nichts drunter. Okay. Okay, weird. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder, ne? Unser Inventar ist eh voll. Dann bringen wir erstmal die ganzen Steine nach Hause. Und merken uns mal, dass hier viele Silberfische waren, was ja eigentlich bedeutet, dass hier das Endportal sein muss. Jetzt einfach vom Zombie hier runtergekickt werden. Ich würde es irgendwie feiern. Okay. So, als allererstes, bevor ich es gleich wieder vergesse, Collapse aus, damit uns nicht gleich irgendein Missgeschick passiert. Achso, ich... Ja, das machen wir aber anders. Ich habe jetzt eh keinen Platz, um den mitzunehmen. Ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich nach Hause gehe. Ich mach mal das Spiel ein bisschen lauter auf meinen Ohren, weil ich will die schönen Ambient Sounds hören. Das ist einfach nur awesome. Da ist das Dorf, das heißt, wir müssen ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, und davon dürfen wir einfach niemandem erzählen, dass wir hier einfach die halbe Welt abtragen. Nur um an endlos Steine ranzukommen. Wir wollten ja einen Hund. Hä, ich kann, warum kann ich dem nicht mehr als eins geben? Musste man den... Ach nee, man musste den Knochen geben, ne?
Die habe ich zu Hause. Ich komme gleich nochmal wieder. Renn nicht weg. Renn nicht weg. Ich hol mal meine Knochen. Weil so ein Hündchen, das wäre auf jeden Fall schon süß. Dim, 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 dim. So. Ich tauche mal ab, dann geht das ein bisschen schneller. Und wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Stufen. Zack. Huch. Das war nicht so smart. So. 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 Toll, jetzt muss ich es so machen. Und dann muss ich erstmal eine Menge hier reinpacken. Erstmal kurz alles. Um uns kurz zu sortieren. Und dann nehmen wir mal hiervon welche mit. So. Ich wollte sagen, Stack haben wir noch. Und Holz nehmen wir mal noch mit. Das brauche ich nicht, die Kohle brauche ich nicht. Und da machen wir mal noch einen Plattenstack. Toll, ist halt so ein Cobblestone übrig. So, das müsste eigentlich reichen, um unser Haus fertigzustellen. Und wisst ihr was? Ich nehme mal den Wassereimer mit. Um mir hier den Vorteil zu verschaffen. Ach nein, ich bin so blöd. Ich habe doch eine Leiter gebaut inzwischen. Ich bin ja so dumm. Dann würde ich gerne die Knochen hier mal mitnehmen. Haben wir hier noch welche? Wir haben echt nur zwei Knochen. Das ist natürlich schlecht. Wir probieren es, aber ich glaube nicht, dass wir ihn mit zwei Knochen kriegen. Aber ich lasse es nicht unversucht. So ein Hundi wäre schon schön. Aber zwei Knochen. Als ob wir halt nur zwei Knochen haben. Ich habe bestimmt im anderen Haus noch welche. Zur Not gehe ich da kurz hin. Beziehungsweise fliege mit meinen krassen Secret-Fähigkeiten. So, wo waren die denn? Die waren doch irgendwo hier. Vielleicht sind die auch inzwischen weg, die Hunde. Hä, ja, die waren doch hier. Ah ne, guck mal da. Ach, toll. Warte mal eben hier. Ich schau mal eben, ob ich hier noch Knochen hab. Boah, jetzt bin ich auf dem Dach gelandet. Hab den Wassereimer natürlich nicht mehr dabei. Kann auf dem Balkon landen. Super. Dann gehe ich mal eben gucken, ob ich hier noch Knochen hab. So, Knochen, nee. Knochen, nee. Keller. 13 Knochen. Die müssten doch eigentlich reichen. Da ist die Frage, wo genau waren wir hier? Hier. Zack, hoffen wir, die Hundis sind noch da, ja. Ja! Allerbeste Freunde. Der hat jetzt so ein Ding an. Komm mit. Komm mit. Kommst du? Dann brauchen wir noch ein Namensschild, ne? Dann können wir den benennen. War es nicht so? Komm mal mit. Du hast jetzt gleich ein Schild. Jo, der teleportiert sich hinter mir her. Sehr geil. Was habe ich denn hier neuerdings für Grafikbugs? R für Reload Shader. Okay. Was ist denn das? Ich hätte auch sonst nie Probleme, aber mir ist das vorhin schon aufgefallen, dass da irgendwie die Reflexion, dass da irgendwas faul ist. So, Hund. Alter, der schüttelt sich sogar. Ist ja geil. Ich habe dieses Spiel so lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, komm rein. Bello, komm rein. Und mach Sitz. Wir haben jetzt einen Hundi, perfekt. So, ich muss aber auch rein, fällt mir gerade mal auf, weil ich muss ja hoch zum Dach. Hundi, du bleibst da.
Wir bauen dir noch eine Hundehütte irgendwann. Was habe ich diese Knochen hier? Erstmal was essen. So, und hier müssen wir jetzt sowieso nochmal gucken, wie genau wir das alles machen. Das machen wir auf jeden Fall so. Denn davon haben wir jetzt reichlich. Jetzt bellt er da die ganze Zeit. Ja, und ich muss, ich merke es gerade, den Spaß leider wieder rauskicken, weil sonst funktioniert das Ganze mit dem Mod leider nicht.